Was macht der da? Ja, ich werd sauer. Oh nein! Yo, was geht? Ey, Leute! Wow, frohe Weihnachten nachträglich! Kann man das sagen, frohe Weihnachten nachträglich, Lukas? Mit dabei ist leider heute WiFi D. Was geht? Was hast du jetzt gerade an? Was ist jetzt daran so lustig? Nichts, ich hab grad. Nee, nix. Ich weiß ja, wenn es nicht lustig ist, ja. Ja. Leute, gestern kam der Trimax Distrack. Heute dann passenderweise dazu direkt eine Folge Trimax Fails, würde ich sagen. Oder vorgestern? Vorgestern kam der Distrack. Vorgestern kam der Distrack, heute eine Folge Trimax Fails. Absolut wilde Nummer. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. Lukas? Wer lacht, muss 15.000 Euro auf Instagram verlosen. Let's go. Ja, und genau das muss man machen. Einfach mal durchziehen. Oh ja. Und ja mal ran. Schwamm. Oh, oh! Er kann er doch holen. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Bei den Schwämmen. Ich versuche keinen zu verlieren, aber muss dann einer weg einfach. Der könnte den einfach holen gehen. So ist es ja nicht, ne? Ja, gut. Das ist ja die andere Sache. Muss man manchmal genau kannst aufpassen. Du nichts machen. Spark, der Arme, Alter. Ein bisschen Schwund. Das sind auch nicht seine Schwämme, das sind die von Spark. Das ist so assi. Ein bisschen Schwund. Jetzt ja, kommt was krass. Seid ihr ready, Zuschauer? Nee, das wird noch. Ja, mach mal. Noch, komm, zeig mal. Ultra. Achtung, komm. Das können nur die wenigsten, aber ich mach das ja schon ein bisschen länger hauptberuflich. Was passiert jetzt? Wow! Kann man echt sagen, du bist auch mit hauptberuflich Minecraft-Spieler jetzt. Ja, das sieht man auch an den Skills. Ja gut, also. Gibt es wirklich jemanden, der so unangenehm ist wie Trimax, Lukas? Sag's mir. Gibt es jemanden? Nee. Also das, was ich gerade gemacht habe, so schneiden wir bitte raus, das war nicht so gut. Nö. Nee. Guck mal, es ist alles weg. Siehst du, wie das Wasser verschwindet? Sobald da oben das Wasser weg ist, wird hier unten auch alles Wasser weg sein. Deswegen macht es gar keinen Sinn, das zuzumachen, Max. Aber wer hat das wieder aufgemacht? Ich kann doch unter Wasser nicht bauen. Hey, du? Ja, ich hab das aufgemacht. Ach, du weißt doch, dass ich unter Wasser nicht bauen kann. Warum? Man kann da nicht. Man kann da auch ganz normal bauen. Also. Ich hab doch den Fluch. Das Fluch der Bindung. Ja, ich komplett weg. Ach, weil der. Ach okay. So, wegen diesem komischen Ender-Dragon-Kopf. Digga, weißt du was? Stegi hat ihm diesen Ender-Dragon-Kopf gegeben. Den kriegt er nicht mehr weg. Kriegt er nicht mehr weg. Der Trottel ist die ganze Zeit damit rumgelaufen. Ich hab grad ein Problem, ich habe keinen Sand. Okay, das ist schade. Es ist so gut. Ah, shit. Oh nein, die verbrennt doch jetzt, oder? Digga! Oh nein! Oh, Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Warum stellt man das den lebenden Lavaquelle, du Trottel? Guck mal, wie der aussieht, Digga! Langsam mal genug haben eigentlich. Sag mal, wie craftet man eigentlich eine Schalker-Box? Wenn du mal eine Kiste nimmst und dann oben eine Schalker-Shell hinpackst, unten eine Schalker-Shell hinpackst, und dann kommt das Ding ist aber, Real Talk, der kennt sich besser mit Minecraft inzwischen aus wie ich, ne? Ja, Digga, das ist auch nicht schwer, du hast ja auch wirklich überhaupt keine Ahnung. Digga, ich hab mein Leben lang. Hast du nicht? Genug die, diese Würfeldinger am End, vielleicht noch irgendwann von letztes Jahr, die dich so zum Schweben gebracht haben. Die kloppen die halt. Wie lange, wenn du jetzt aktiv für eine Schalker-Box farmen würdest, wie lange würde man dafür Zucker brauchen? Ungefähr eine Minute, weil du gehst einfach in den Shopping District und kaufst dir einen im Shop von JV. Ach, alright. Ich glaube 9 Dias pro Stück oder so. Geht ja, ist ein fairer Preis. 9 ja, Dias! Geht ja, ist ein fairer Preis? 9! Der ist so übermüdet, also guck ihn dir an! Wenn du zum Beispiel eine Schalker Shell, weiß ich nicht, verlierst, vergisst oder irgendwie weißt nicht, wo du sie abgelegt hast oder aus irgendeinem Grund ist die weg, ist das sozusagen, würdest du 9 Dias verlieren? Naja, wie willst du denn deine Kiste verlieren oder so, die ganze Zeit mitschleppst? Ja gut, das ist ja eine gute Frage. Wie soll man die denn verlieren? Also so dumm ist ja niemand. Das ist nicht gut. Es gibt schon so einige Möglichkeiten, wie man seine Schalker-Box verlieren kann. Nein, gibt es nicht. Also immer ist doch immer ein bisschen Schwund, oder nicht? Hast du noch nie eine Schalker-Box verloren? Digga, das ist was so dumm. Was hat er mit seinem Schwund? Was Digga. Machst du denn hier für ein Sch? Wer war das denn? Aua! Aua, meine Nase! Was? Kann das bitte jemand klippen? Oh, aua, meine Nase! Ja, dann reicht's auch, dann geh schnell auf Rumatra. Ich kotze halt insane krass, ja. Weil Reapers Decken so niedrig sind. Das ist so ein hässliches Haus! Guck dir mal dieses Haus an, Lukas, ich schwöre dir, das ist das schlimmste Haus in ganz Craftech. Ich glaube sogar, das Haus, in dem du gerade jetzt wohnst, in Craftech ist deutlich besser. Ja, das ist gute Info, warte mal. Oh, Digga, mach den. Oh, shit. Ja, gut. Wie vorgestern auch gesagt. Schade, was ich wollte macht der? Baut einfach dem sein Haus um.
Was macht der da? Ich im Discord gesehen. Er will eine Treppe, der ist so dumm! Der ist so dumm! Ja, es ist literally genauso, wie ich gesagt hatte. Er kriegt's nicht hin, er kriegt's nicht hin! Junge! Ah, das war ein guter Anfang. Nee. Der baut dem sein Gott. Ganzes Haus einfach um, guck mal! Komplette Treppe für den Arsch. Das ist ein kratischer Aspekt gewesen. Und der ist auch noch stolz da drauf, Digga. Imagine, es kommt einfach, wenn dir jemand rein und baut dein komplettes Haus um und ist dann auch stolz da drauf, Junge. What the fertig, da muss er. Rüber, ich hab dir mega nice Nether-Tor in deine Base reingebaut. Nein, warum machst du das? Wieso? Reiß das ab, what the Bist du bescheuert? Ich hab gesagt, du sollst es nicht bauen. Hat ihr einfach die Nether gehabt? Du haust dir mit der Pizza ins Maul gerade. Was? Vorsichtig. Was? Kontrolliert. Ich bräuchte mal die Nether-Hub-Koordinaten. Ich bräuchte mal die Koordinaten von dem Discord-Server, wo du die Schnauze hältst. Der war so scheiße. Der war so scheiße. Ey, Junge, Travis hat diesen District so verdient. Der ist so dreist. Der ist einfach so dreist geworden, Junge. Okay, dann lass uns beide Schaufeln, Rumate, weil zu zweit kommt man schneller voran. Du musst mir versprechen, dass du die Schnauze hältst, während wir schaufeln. Was ist das denn für ein Geil, Romatra, geil. Guck mal, wie viele Raketen der im Inventar hat. Der hat die alle geklaut. Der farmt nicht selber, der macht nichts. Ach, Digga, ist einfach nur ein. Ja, ich werd sauer. Okay, ja, wir können machen. Ich habe ein bisschen was in meiner eigenen Burg weitergebaut. Poppy? Ich hab gesagt, du sollst die Schnauze halten. Was machen wir denn jetzt? Ach, das sind Blumen. So, ja. Max, ne? Mhm. Angenommen, ich würde jetzt auch irgendwo eine Bienenfarm bauen. Und würde sogar beisteuern. Guck ihn dir an, wie er aussieht. Er sieht so müde aus. Ja. Was wäre dann? Oh, Martha, hier kommt Wasser raus. Ist das schlimm? Da kommen. Oh nein! Mann, du musst doch die Decke höher machen! Wer ist denn so schlecht? Du hast doch sonst nicht so schlecht Minecraft gespielt. Ist doch klar, dass da Wasser rauskommt. Digga, du ballerst hier doch übelst den Schädel hier. Du kannst doch nicht hier. Was ist das denn? Ich komm hier nicht runter. Das ist doch eine Schatttreppe. Das ist alles so scheiße, was die machen. Das ist so insane. Dann müssen wir es anders machen. Ich lass ihn anschießen. Ha! Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Steht immer an, ey. Wie wenig sind denn das? Das ist doch nicht mal Massentierhaltung, was wir haben. Das ist ja richtig schon artgerecht schon. Wir meinten, wir bauen den Honig absolut aus Wolle. Das ist absolut Folter für diese armen Bienen. Einzige Bedingung ist, dass wir die Bienen nicht artgerecht halten. Das finde ich das jetzt hier so, dass das nur so wenige sind. Die müssen viel heftiger zusammengefercht werden. Wir brauchen scheiß Peitsche oder sowas. Das Jo, übertreibende Miene. Ja, freu dich ganz doll. Wenn du die geguckt hast, bist du wieder gesund. Gute Besserung. Meine Fresse, Romatra, ich unterhalte dich. Romatra nervt aber auch so mit seiner Krankheit. Das nervt einfach nur noch. Hallo, Golem. Alter, geiler Typ. Wir haben gerade von dir geredet. Wir haben ein Ranking aufgestellt. Wer Lifetime gesehen mir am heftigsten abgekrochen ist in all der Zeit. Chef Stroh. Mhm. Und welchen Platz habe ich gemacht? Den ersten. Was? Müssen wir jetzt gratulieren? Wie entsetzt, Alter. Der feiert sich kann ich so viel zu leicht franken als gut, Chef Stroh. Wir haben nicht so ein Ranking gemacht, du bist auch nicht Platz 1. Ach, was? Was? Was macht Max? Baut den Berg einfach ab. Er will den Berg direkt kaufen. Ich weiß, Lukas. 100 Dias. Wusste es. Digga. Soll ich dir diesen Berg hier verkaufen? Wie viel kostet der Berg? Guck mal, wir müssen den Berg kaufen. Spark 200 Diamanten für den ganzen Berg. Der ist so dumm, das ist so. Bist du dumm? Was ist das dumm? Romatra, der Dummkopf, gibt wieder Geld aus. Holt dir diesen ganzen. Digga, Romatra versucht mal Max davon abzuhalten, das ganze Geld von beiden auszugeben. Max gibt's einfach immer aus. Nee, warte, stopp. Ich muss ganz kurz mit Romatra besprechen. Romatra, wie viel verlangen wir? Was für Stimme geben? Ich hab angenommen. Handschlag. 150, Junge. Gar kein Handschlag war hier. Ich könnte dir 20 Dia-Blöcke geben. Ja, 20 Dia-Blöcke, das ist ja schon wieder, noch mehr als 150 Diamanten. Also. Leute, ey, das war's von dieser unglaublich schönen Folge von Trimax Fails, meine Freunde. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut gerne bei Evive vorbei. Ich bin an der Stelle raus, haut da rein und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Haha, hihiho, tschüss.